Hallo zusammen und ganz herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal und zu einem neuen Video quasi aus meiner Make-up-Sammlung. Denn ihr habt am Montag das Bronzer-Sammlungsvideo gesehen, also ich habe euch meine Top 10 aus meiner Bronzer-Sammlung gezeigt und heute habe ich mir überlegt, mache ich als nächstes die Blushes. Und ich habe mir jetzt alle meine Blushes zurecht gesucht, zurechtgelegt und ich habe jetzt gar nicht hier von Platz 10 auf Platz 1 die sortiert, sondern ich habe die definitiv diesmal nach Marken sortiert, weil ich habe von Essence und von Catrice schon ein paar mehr Blushes und deswegen dachte ich mir, es ist einfacher, euch einfach die gesammelten Marken zu zeigen. Und ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn du jetzt dran bleibst. Wenn du Bock drauf hast auf das Video, würde ich mich sehr freuen. Und falls du meinen Kanal an dieser Stelle noch nicht abonniert haben solltest, hol das nochmal schnell nach. Und ich würde sagen, dann legen wir einmal direkt los mit der. Also ich sage euch gleich, so wie es ist, ich habe nur Drogerie-Blushes. Ich habe nicht einen High-End-Blush. So, ich starte mit Max Factor. Da habe ich zwei Blushes von. Und zwar habe ich einen Creme-Blush. Der ist übrigens wunderschön. Das ist die Farbe 09 Soft Murano. Ich mag die Creme-Blushes ja total gerne. Und ich zeige euch das einfach mal. Ich swatch euch den. Das ist eine richtig, richtig tolle Farbe. Und ich finde, bei Creme-Blushes, die kann man ja auch immer noch mal super nicht nur für die Wangen benutzen, sondern auch für die Lippen. Und das ist eine ganz tolle Farbe, weil ich finde, der hat noch so einen Schein mit drin irgendwie. Also der ist nicht so rot, der hat irgendwie noch so ein paar Pigmente mit drin. Also ich weiß nicht, auf den Lippen kommt der richtig toll rüber und der wird auch schön matt und der hält bombastisch lange. Ich finde, der hinterlässt auch so einen Stain auf den Lippen. Also den könnt ihr euch echt anschauen. Das ist ein ganz, ganz toller Cream Blush aus der Drogerie. Dann habe ich noch einen von Max Factor und der ist mir leider, leider kaputt. Das ist dieser hier. Ich zeige euch den mal. Das ist eine wunderschöne Farbe, die bei mir perfekt jetzt so in die Jahreszeit passt, wo ich etwas blasser bin. Das ist die Farbe 15 Seductive Pink. Das ist ein Pastell-Kompakt-Blush. Auch wunderschön. Ich mag den richtig gerne. Deswegen kann ich mich von dem einfach nicht trennen. Also ich möchte den trotzdem aufbrauchen und muss ich halt immer sehr vorsichtig mit sein. Und ja, tolle Farbe. Dann habe ich noch einen hier, den bekommt ihr nicht in Deutschland. Den habe ich zugeschickt bekommen aus Kanada. Ich glaube, es war Kanada. Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Von einer lieben Abonnentin. Die, und zwar ist es die Marke Marcel. Das ist ein Velvety Blush und auch der wunderschön. Also ein ganz, ganz toller Farbton. Und das ist so ein ganz softes Altrosa. Mag ich richtig, richtig gerne. Ist eine tolle Farbe. Schade, dass es die Marke nicht hier gibt. Die haben ganz, ganz viele tolle Produkte. Sie hat mir einiges zugeschickt. Und ja, richtig, richtig toll. Dann habe ich einen Maxi Blush von Manhattan. Und auch den mag ich richtig gerne. Das ist die Farbe Sweet Cheeks 300. Das ist so ein toller Aprikoton. Also ich mag ja so Aprikotfarben richtig gerne, was so peachy ist. Das ist voll meins. Das ist auf jeden Fall ein matter Blush. Also das ist so ein richtig schöner Aprikot-Pfirsichton. Richtig, richtig toll. Und das ist ein riesen Klopper. Der hält ja eine halbe Ewigkeit. Und ja. Machen wir weiter mit zwei Blushes, die ich in meinem Adventskalender hatte. Und zwar war das hier von Trended Up. Da hatte ich einmal hier diese Blush-Palette. Ich finde die durchaus völlig in Ordnung. Das ist die Farbe 010. Das ist ein Anti-Shine-Effekt-Blush mit integriertem Primer. Ich weiß nicht, wofür man das braucht, wozu das gut sein soll. Aber das sind auf jeden Fall sehr hübsche Farben. Ich finde, die passen auch jetzt sehr gut ja, zu dieser etwas kühleren Jahreszeit. Ich finde, die sind durchaus ein bisschen kühler gehalten. Hier haben wir so ein lila Mauve irgendwie, so ein rosa Mauve. Und das ist nochmal irgendwie so ein bisschen mit Schimmer mit drin. Also habe ich auch schon alle drei verwendet. Ich finde diesen kühlen Ton hier, den kann man sehr gut auch als ja, so leicht Contouring, Bronzing benutzen. Und ja, auch zwei sehr schöne Blushfarben. Und dann hatte ich hier noch einen Powder Blush mit Glow-Effekt. Aber da war ich noch nicht drin. Ich finde den einfach so sweet mit diesem kleinen Lebkuchenmann da drin.
Und ich weiß nicht, ob ich den noch benutze oder ob der einfach nur so in meiner Sammlung bleibt. Finde ich total schön, aber der hat auf jeden Fall auch so ein paar Glanzeffekte mit drin, was ich ja total gerne mag. Aber ich habe da im Moment ein paar andere Blushes dann quasi in Verwendung, deswegen muss ich noch nicht auf den zurückgreifen. Dann habe ich noch jeweils einen Blush und zwar einmal von Maybelline. Den habe ich schon richtig lange. Das war quasi mein erster Peach Blush. Das ist die Farbe 100 Peach Pop. Also ich habe den wirklich schon rauf und runter genudelt. Der ist auch schon so in der Mitte eine kleine Kuhle, aber der hält einfach. Der will nicht leer gehen. Und das ist meine perfekte, ja, Sommerfarbe eigentlich. Da kann man den ganz gut erkennen. Und ja, das ist so eine Farbe, die trage ich wirklich nur im Frühling, Sommer, weil der doch sehr, ja, sehr leuchtend ist. Und ich mag den total gerne, nur ist jetzt gerade so für diese Jahreszeit nicht meine Farbe. Und ich habe einen, der mich sofort aus den Socken gehauen hat. Und zwar ist der von Rival de Loup. Den hatte ich in meinem, ja, so ein, ich hatte ein Make-up geschminkt mit Produkten aus der Drogerie für 10 Euro. Habe ich nicht ganz geschafft, aber dafür hatte ich mir auf jeden Fall diesen Blush geholt. Und der ist richtig, richtig schön. Der ist auch zwar sehr, sehr krümelig, ne? Also der hat sehr viel von diesen Krümelpigmenten da drin, aber der ist so wunderschön. Ich packe den mal hier oben hin. Könnt ihr das erkennen? Der hat so einen richtigen, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, der hat einen richtigen Glow mit drin, ne? Also wenn ihr den auf jeden Fall benutzt, braucht ihr definitiv keinen Highlighter. Aber der ist so schön. Also wenn ihr mal so einen Glow Blush haben möchtet, der hat richtig doll so diese Goldpigmente mit drin, ne? Dann kann ich euch den wirklich empfehlen. 05 Fuchsia von Rival de Loup. Der ist nicht teuer und der ist wunderschön. Machen wir weiter mit L'Oreal. Auch da habe ich drei Blushes. Und zwar mein ältester ist ein Blush Minerals. Das gibt es, glaube ich, gar nicht mehr. Das ist hier in so einem Döschen, wo oben dieser Blushpinsel ist. Den habe ich aber noch nie verwendet. Der ist jetzt nicht so meins. Aber die Farbe finde ich wunderschön. Da habt ihr dann hier einmal so ein, ja, da kann man das gut erkennen, wie so ein Sieb, ne? Wo man sich dann einmal das Produkt entweder rauskippt daraus oder mit dem Pinsel reingeht. Ich gehe da immer so mit dem Pinsel rein. Und ich will euch den unbedingt einmal zeigen. Denn auch der hat so ein bisschen, ja, Glitzer. Hat er so ein bisschen Glitzer mit drin? Komm mal hier so schwer rein mit dem Finger. Kriege ich den nicht so geswatcht, wie ich den haben möchte. Ganz, ganz leicht. Also es ist wirklich auch so ein schöner altrosa Ton, aber der hat halt so ein paar Glitzerpigmente mit drin. Muss man mögen. Mir gefällt das ganz gut. Und ja, den habe ich schon richtig lange. Und habe ich auch immer mal wieder so eine Phase, wo ich den häufiger benutze. Aber jetzt wirklich schon lange nicht mehr. Ist zur Hälfte verbraucht. Aber der ist schon echt alt, ne? Aber der ist immer noch schön. Dann hatte ich vor 3 Jahren, glaube ich, einen Adventskalender von L'Oreal. Da war dieser hier drin. Das ist ein Lip Blush. Das ist die Farbe 165. Aber ja, ich kann mich mit dem irgendwie nicht so ganz anfreunden. Ich weiß nicht. Der ist sehr, sehr pink. Ich bin ja nicht so der pinke Typ, was Blushes angeht. Und ich finde, der hat so einen leicht silbernen Touch mit drin. Könnt ihr das sehen? Und ich weiß noch nicht so ganz, ob mir das gefällt, ob ich das mag. Ich glaube, ich muss den nochmal testen. Aber ich finde, das könnte ein schöner Lidschattenton sein. Na, also wenn ihr irgendwie so Blushes habt, die ihr nicht mögt, die euch vielleicht nicht stehen, wo ihr sagt, weiß ich nicht, kann man auch gut als Lidschatten benutzen. Und ich würde das nochmal probieren. Und sonst kann ich mir gut vorstellen, den als richtig schönen Lidschatten zu verwenden. Dann habe ich einen absoluten Favoriten, was meine Blushes angeht. Und zwar ist es von L'Oreal der Melon Dollar Baby Blush. Der ist so viel benutzt worden schon von mir. Und auch da schon eine Kuhle in der Mitte. Die eine Melone ist schon zur Hälfte weg. Und das ist so ein
Der ist genauso von der Konsistenz wie der Back to Bronx Bronzer. Mag ich auch total gerne. Und da haben wir es wieder, ne, so ein wunderschöner Peach-Ton, der im ersten Auftrag auch nicht so extrem krass rüberkommt, den man sich aber ganz toll aufbauen kann. Und den mag ich eigentlich das ganze Jahr übertragen. Weil ich finde den toll, wenn ihr schön, also wenn ihr blass seid, wenn ihr schön blass seid, ne? Wenn ihr blass seid, damit kann man einfach nicht zu viel auftragen. Den kann man sich halt echt toll aufbauen und der zaubert einfach so richtig schöne Frische auf die Wangen. Der ist wirklich einer meiner Favoriten. Kommen wir zu Essence und Catrice. Essence habe ich 4 Blushes. Und zwar 2 aus der The Blush Reihe. Das sind diese beiden. Das ist einmal hier die Farbe Breathtaking, die 30. Und die Farbe 10 Befitting. Die kann ich euch auch nochmal swatchen. Der movigere, das ist die Farbe 10, Befitting. Und der etwas peachigere, nudefarbene, das ist die Farbe 30, Breathtaking. Auch 2 richtig schöne Blushes. Und ja, dieser hier Befitting, der etwas dunklere, der ist schon relativ dunkel, finde ich. Also da muss man auch ein bisschen sachte mit sein. Der hat auf jeden Fall auch ordentlich Wumms, aber 2 schöne Farben. Dann habe ich auch noch einen absoluten Favoriten. Und zwar ist es der Satin Touch Blush. Meine Stimme verabschiedet sich gerade. In der Farbe 10 Satin Coral. Den habe ich auch schon sehr lange. Der ist auch schon kaputt gegangen. Und auch schon echt rauf und runter genudelt. Auch da habe ich schon eine ordentliche Kuhle drin. Und das ist wieder so ein Peach-Ton. Ne? Voll Steffi ihre Farbe. Habt ihr euch mal hier hingeswatcht. Also auch wieder richtig, richtig toll und für das Geld aus der Drogerie. Ich weiß, was kosten die Blushes? 2 Euro, 2,50 Euro, die sind wirklich nicht teuer. Aber ich weiß nicht, ob es die Satin Touch Blushes noch gibt. Ich glaube, die wurden rausgenommen und dafür sind diese Blush gekommen. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, ob es die 10 Satin Coral noch gibt. Und ja. Wenn ja, ein toller Farbton, kann ich euch echt empfehlen. Auf jeden Fall auch einer meiner Favoriten. Und einen Blushleiter habe ich hier. Das ist die 03 Cassis Sunburst. Da bin ich ehrlich, den habe ich noch nicht wirklich oft benutzt, weil, ja, das ist wirklich ein Leiter, ne? Da habt ihr hier links die Farbe und hier rechts den Highlighter. Und es ist schwierig, da getrennt reinzugehen. Und wenn man sich das vermischt, jetzt habe ich keinen Platz mehr hier, wenn man sich das so vermischt, dann ist es schon sehr, sehr Highlighter-mäßig auf den Wangen. Weil ich finde diesen Highlighter, der ist schon echt heavy. Ne? Also der Blush ist eine tolle Farbe, aber der Highlighter, ich weiß nicht, ob der da so rüberkommt, der ist schon heftig. Ja. Ich muss mal eben hier wieder ein bisschen Platz schaffen auf meiner Hand. Die ist ja komplett geswatcht. So. Denn jetzt kommen noch die letzten 4 Blushes von Catrice und dann sind wir durch. Ich habe auch noch einen Blush, der schon sehr alt ist und den es, glaube ich, gar nicht mehr gibt. Das ist der Gradation Blush. Ich glaube, das war sogar eine LE. Genau. Roof Luxury. Aurora Polaris. Ein Soft Blush. Genau, das war eine LE. Und der hat hier so einen leichten Farbverlauf, ne? Von hell zu dunkel. Und den mag ich auch total gerne. Und den habe ich auch schon sehr häufig benutzt. Den habe ich von meiner Mama geschenkt bekommen. Und das ist auch so ein schönes Rosa wieder, ne? So ein Altrosa, leicht ins Pinkige, aber doch noch sehr, sehr schön. Und den trage ich auch immer noch zwischendurch mal ganz gerne auf den Wangen. Macht auch so ein schönes, frisches Aussehen. Dann habe ich einen aus der Blushbox. Das ist dieser hier. Den hatte ich, glaube ich, mal im Tauschpaket drin. Das ist der Glowing and Multicolor. Hier muss ich aber ganz ehrlich sagen, ich finde den sehr, sehr hell. Ich habe gedacht, der ist ein bisschen dunkler. Da muss ich schon ein bisschen mehr aufbauen. Ich hoffe, da kann man sehen. Also es ist auch eine schöne Farbe.
aber ich finde den schwierig auf die Wand zu bekommen, dass man was sieht. Also der könnte durchaus ein bisschen stärker sein, aber dann, die gibt es natürlich auch dunkler, aber dann ist es wieder nicht mehr dieses Peachige. Und das ist die Farbe 010 Dolce Vita, an sich eine schöne Farbe, aber ich finde ihn halt schwierig rauf zu bekommen, aufs Gesicht. Dann habe ich einen ganz neuen Blush, das ist der Air Blush Glow, die 030 Rosy Love. Den habe ich euch auch schon mal gezeigt und auch hier wieder, ne, Steffi, ihre Farben. Und der ist dann halt doch so ein Ticken mehr rosa als dieser. Ne? Das ist doch schon ein Unterschied, der geht mehr ins Rosige und der hat halt auch diesen leichten, soften, ja, Glow mit drin. Ne? Ist ja auch ein Blush Glow und ich mag diese Air Blushes. Die gefallen mir richtig gut, ist eine tolle Farbe. 030 Rosy Love, jetzt ganz neu in der Theke. Und last but not least ein Liquid Blush. Und auch den mag ich echt gerne. Das ist von Catrice mit Jenny aus einer Kooperation. Das ist natürlich auch wieder mal total Steffi ihr Farbton. Ich werde euch den mal hier hinswatchen. Das ist auch wieder so ein richtig schönes Peach. Ne, da kann man sehen. Und der lässt sich wunderbar verblenden, aussoften. Also auch da kann man entweder ganz leicht oder ein bisschen stärker sich den auftragen. Den bekommt ihr, ich glaube, aktuell noch bei Purish. Ich bin mir aber nicht sicher. Jedenfalls, wenn ihr den zu Hause habt, toller Blush. Gefällt mir richtig, richtig gut. Ja, der trocknet auf jeden Fall matt im Gesicht. Also der ist erst so sehr creamy im Auftrag und wird auf jeden Fall schön matt im Gesicht. Und ja, so viel zu meiner Blush-Sammlung. Ich hoffe sehr, das Video hat euch gefallen. Und ich habe mir überlegt, als nächstes werde ich euch meine Highlighter abdrehen. Die habe ich mir schon parat gelegt. Ich denke mal, morgen, übermorgen werde ich das Ganze angehen. Und das war jedenfalls meine komplette Blush-Sammlung. Und ich hoffe sehr, das Video hat euch gefallen. Dann würde ich mich natürlich sehr darüber freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lasst. Denkt auf jeden Fall daran, meinen Kanal zu abonnieren, falls du es noch nicht getan hast. Und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, passt gut auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Ciao!